Das nächste Thema, meine Damen und Herren, beschäftigt sich mit dem Ausbau der Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel, einer der vielbefahrenen Strecken, Eisenbahnstrecken in Deutschland. Und naja, doch, das ist schon kaum noch die Schweiz. Es gibt hier jetzt eine Diskussion über mehrere Anträge der Fraktionen, über wie dieser weitere Ausbau der Rheintalbahn zu bewerkstelligen sei. Die Große Koalition kommt mit einem Antrag, der einen umweltgerechten und menschengerechten Ausbau der Rheintalbahn realisieren möchte. Die Bündnisgrünen möchten die Finanzierung eines bürgerfreundlichen und umweltgerechten Ausbaus der Rheintalbahn jetzt sicherstellen. Das klingt nicht allzu unterschiedlich, und doch gibt es da Nuancen und Unterschiede in diesen Anträgen. Sonst wären ja auch zwei nicht nötig gewesen. Vor allem führt es dazu, dass der Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur empfiehlt, den Antrag der Grünen abzulehnen. Hören wir jetzt der Debatte zu. Erster Redner ist der parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Norbert Bartle von der CDU. Da sehen wir ihn im Bild, er scheint noch seine Rede schnell einmal quer zu lesen, um sie dann sicher vortragen zu können. Ich bitte jetzt die nötigen Umgruppierungen, Verabschiedungen, Gespräche zügig abzuwickeln. Vielleicht können wir noch inzwischen etwas ins Detail gehen. Der Antrag der Grünen sieht vor, ausgearbeitete Kompromisse aus der Region umzusetzen. Die Koalitionsfraktionen möchten einen Eisenbahntunnel in Offenburg statt einer oberirdischen Schiene. Zwischen Offenburg und Riegel soll Lärmschutz gewährleistet sein. Und jetzt beginnt auch die Rede von Norbert Bartle. Meine sehr geehrten Damen und Herren, meine sehr verehrten Bürgermeister und Vertreter der Bürgerinitiative, da oben auf der Zuschauertribüne, da oben, stellen Sie sich vor, meine Damen und Herren, Sie leben in einem Haus im Rheintal entlang dieser vielbefahrenen Schienenwege. Dann fährt, die Nachtstunden einberechnet, alle 6 Minuten ein Güterzug an Ihrem Haus vorbei. Und wenn unsere Verkehrsprognosen stimmen, dann werden das in 10 Jahren alle 4 Minuten ein Güterzug sein, der in Ihrem Haus vorbeidonnert. Also daran sehen Sie, glaube ich, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie hoch der Handlungsbedarf ist, um eine Lösung für die Lärmproblematik an der meistbefahrenen Schienenstrecke Europas zu finden. Es war eine jahrelange, eine sehr mühsame Arbeit, ein Ringen um Ausgewogenheit und Interessensausgleich. Umso erfreulicher ist das Ergebnis, das wir jetzt erreicht haben. Denn dieses Ergebnis wird der enormen Bedeutung der Rheintalbahn als grenzüberschreitende Schienenmagistrale in vollem Umfang gerecht. Und das ist ein guter Tag für Deutschland, ein guter Tag für Baden-Württemberg, aber vor allem auch ein guter Tag für das Rheinland. Denn, meine Damen und Herren, diese Strecke ist der Bestandteil des Güterverkehrskorridors 1 von Zeebrücke Antwerpen über Rotterdam nach Mailand bis Genua und damit das Herzstück des EU-Kernnetzkorridors Rheingebiet-Alpen. Gleichzeitig ist die Zulaufstrecke zur neuen Eisenbahn-Alpentransversale, kurz NEAT genannt, in der Schweiz. Und deshalb kommen wir, das sage ich auch ausdrücklich im Namen der Bundesregierung, kommen wir unserer Verpflichtung auch nach, diese Trasse viergleisig auszubauen, um damit die Durchgängigkeit herzustellen, auch in unsere Nachbarländer hinein. Ich will als allererstes allen danken, die an der Erarbeitung dieses Antrags oder dieser Anträge zum menschen- und umweltgerechten Ausbau der Rheintalbahn mitgewirkt haben. Allen voran danke ich Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, denn ich denke, ohne seinen Einsatz am Dienstagmorgen wäre der Knoten nicht durchschlagen worden. Jetzt ist er durchschlagen, und das haben wir auch ein Stück weit ihm zu verdanken. Ich will aber auch ausdrücklich den Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten aus der Region danken, die sich seit Jahren für dieses Projekt eingesetzt haben.
Namentlich nenne ich Armin Schuster, Peter Weiß und Bertrand von Marschall. Sicherlich gab es noch mehr, aber deren Namen mir momentan nicht so präsent sind. Ich will ausdrücklich aber auch Herrn Staatssekretär Odenwald danken aus unserem Hause, der über lange Zeit hinweg die Sitzungen des Projektbeirats Rheintalbahn moderiert hat, der vor Ort Bund, Land, Vertreter der Region, Vertreter der Deutschen Bahn, Vertreter der Bürgerinitiativen um sich versammelt hat und diesen Prozess zu einem glücklichen Ende gebracht hat. Es sind entstanden die Empfehlungen des Projektbeirates, und diese Empfehlungen finden sich ja wieder. Na, selbstverständlich, es waren noch mehr Kollegen beteiligt. Uli Lange, Herr Fatz, Kollege Fatz, gar keine Frage, mit großem Einsatz. Auch Kollegen aus der Koalition mit großem Einsatz. Und ich erinnere daran, dass wir bereits schon in der vergangenen Legislaturperiode hier im Deutschen Bundestag Beschlüsse gefasst haben, einzelne Empfehlungen des Projektbeirates aufgegriffen haben. Die jetzt vorliegenden Empfehlungen finden sich in den Anträgen wieder, und das ist auch gut so. Ich betone ausdrücklich, es ist schon etwas Außergewöhnliches, dass Empfehlungen eines solchen Gremiums direkt in die Entscheidungsfindung des Parlaments einfließen. Das ist etwas Außergewöhnliches, sage ich ausdrücklich, denn damit verschwimmt etwas die Grenze, die Trennung zwischen Exekutive und Legislative. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Aber das ist in dem vorliegenden Fall nicht von Schaden, sondern sicherlich zum Vorteil für alle Beteiligten. Es ist eine Lösung entstanden, die im Interesse der Bürger entlang dieser Bahnlinie zwischen Karlsruhe und Basel ist. Und ganz offensichtlich ist es so, dass wir zur Realisierung von großen Infrastrukturprojekten darauf angewiesen sind, die Akzeptanz der Menschen vor Ort auch entsprechend mit einzubinden und zu erreichen. Denn anders wird es sehr schwierig, überhaupt noch etwas zu realisieren. Wir hören ja oft die Forderung, noch mehr Verkehr, vor allem Schwerlastverkehr, von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Das ist richtig. Aber, meine Damen und Herren, man muss sich darüber im Klaren sein, dass damit einhergeht mehr Lärm und damit einhergeht die Anforderung, etwas gegen diesen Lärm auch zu machen. Das heißt, die Lärmfrage muss gelöst werden. Deshalb hat für uns, für das BMVI, Lärmschutz hohe Priorität. Wir geben erhebliches Geld aus, um Lärm zu mindern, insbesondere Lärmschutz an der Quelle, Anpassung der rechtlichen Vorschriften und stationärer Lärmschutz. Für diese drei Maßnahmen stehen wir ein, wobei wir der Auffassung sind, dass die effizienteste und die nachhaltigste Methode, um Lärm zu mindern, die Minderung des Lärms an der Quelle ist. Darauf konzentrieren wir uns insbesondere, also leisere Fahrzeuge zu schaffen. Da gilt es, lärmarme Bremstechniken zu erreichen und Güterwaggons uns entsprechend umzurüsten. Wenn es gelingt, die Abrollgeräusche eines Güterwagens um 10 Dezibel zu reduzieren, dann nimmt das der Mensch als Reduzierung der Lautstärke um die Hälfte wahr. Und das ist ein wirklich guter Wert. Deshalb tun wir alles, um weitere Fortschritte zu erreichen, insbesondere was die Reduktion des Lärms an der Quelle anbelangt. Und das, meine Damen und Herren, ist aus unserer Sicht allemal das Bessere, als in den laufenden Verkehr einzugreifen. Also wer Lärm mindert über Tempolimits oder sonstige Maßnahmen, der begeht im Grunde genommen den falschen Weg. Wir müssen an die Quelle ran, denn das ist die nachhaltigste Methode. Abschließend darf ich nochmals erwähnen, dass wir einen Zustand erreicht haben, wo wir weit über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinaus viel Geld in die Hand nehmen, um die Bürgerinnen und Bürger vor Ort vor Lärm zu schützen. Das ist für das Rheintal gut, dass es gelungen ist, das so vorzugehen. Und das wird sicherlich andernorts vielleicht auch noch gelingen im einen oder anderen Fall. Danke. Die Rede von Norbert Bartle, dem parlamentarischen Staatssekretär. Im Bundesverkehrsministerium war das. Nach ihm jetzt Sabine Leidig, Sprecherin für Verkehrspolitik der Linksfraktion. Rednerin in der Debatte Sabine Leidig für die Linke. Und Kollegen, ich möchte sagen, man könnte eigentlich diesen Tagesordnungspunkt überschreiben: Was lange währt, wird endlich gut, aber nicht gut genug.
Das muss man ganz deutlich sagen. Und ich möchte mal sagen, Herr Bartle, was bei Ihnen intern in der Koalition los ist und so weiter, ist eigentlich relativ irrelevant. Entscheidend ist, dass die Leute aus den Bürgerinitiativen im Oberrhein seit 30 Jahren sich gegen die unsinnigen Pläne der Bahn zur Wehr setzen, noch mehr Güterzüge durch eine dicht bebaute Region mitten durch die Ortschaften zu schicken, anstatt Alternativen zu wählen, die von Anfang an vorgeschlagen worden sind. Die Alternative, einen Tunnel durch Offenburg zu machen, die Alternative, die Eisenbahn, die Güterbahntrasse an die Autobahn zu legen, wo der Lärmschutz für beide Verkehrswege organisiert werden kann. Das wird jetzt beschlossen, das ist hervorragend, aber ich möchte mal deutlich sagen, diese Bürgerinitiativen haben lange, lange dafür gekämpft. 5.000 Leute sind Mitglied in diesem Zusammenschluss. 48.500 Einwendungen sind geschrieben worden, um auf die Prozesse Einfluss zu nehmen. Und es ist viel Geld ausgegeben worden von den Bürgerinitiativen, um Gutachten, Lärmmessungen und sowas alles zu machen. Es ist toll, dass es hier gelungen ist. Hat auch was damit zu tun, dass in Baden eine widerständige Kompetenz und Tradition vorhanden ist. Hat auch was damit zu tun, dass Stuttgart 21 eine Auseinandersetzung ist, die viele zum Nachdenken gebracht hat. Aber ich möchte mal sagen, es geht doch darum, dass für alle Bürgerinnen und Bürger dieses Maß an Beteiligung, dieses Reden über Alternativen selbstverständlich wird. Das ist Demokratie, Herr Bartle, und nicht. Ich möchte noch mal deutlich sagen, dass wir als Linke fordern, dass die Vorschläge von betroffenen Bürgerinnen und Bürgern in gleicher Weise zu Rate gezogen werden wie die Vorschläge der Planer der Bahn und dass es damit eben tatsächlich eine echte Bürgerbeteiligung und ein echtes Beraten über Alternativen gibt von Anfang an. Das haben wir übrigens auch 2010 schon beantragt. Jetzt haben Sie in dem Antrag, den Sie vorgelegt haben, um die Vorschläge des, Projektbeirates in Gesetzesform zu gießen, eine Sache eingeführt, die ich überhaupt nicht verstehe und der wir auch widersprechen. Deshalb haben wir einen Änderungsantrag eingebracht. Sie schreiben dort, dass der Ausbau der Bestandsstrecken auf 160 bis 250 Stundenkilometer organisiert werden soll. Sie wissen wahrscheinlich, was das heißt. 250 Stundenkilometer ist so viel, also wenn ein ICE so viel fahren soll, dass sämtliche Bahnhöfe umgebaut werden müssen, dass unheimlich viel investiert werden muss an diesen Strecken, um diese Hochgeschwindigkeit zu realisieren. Die Bahn selber sagt, sie werden anstatt mit 230, mit 250 Stundenkilometer rasen, nur 31 Sekunden auf dieser Strecke Zeit ersparen. Und ich bitte Sie, wenn man geschätzt 300 bis 400 Millionen Euro zusätzlich für einen Zeitgewinn von 31 Sekunden maximal ausgeben will, dann finde ich, ist da was verkehrt. Also wir beantragen, was übrigens die Bürgerinitiativen auch sagen, dass bei 230 Stundenkilometer einfach genug ist. Das ist was, womit die Bahn schnell ist und schnell genug und womit man viel Geld sparen könnte. Ich möchte noch einen weiteren Punkt machen. Es ist gut, dass jetzt am Oberrhein und am Hochrhein vernünftige Lösungen gefunden und durchgesetzt worden sind. Aber es ist nicht gut, dass überall anders im Land, nicht nur am Mittelrhein, in Rheinland-Pfalz, in Hessen, sondern auch an der Elbe, im Kinzigtal und überall dort, wo immer mehr, immer schwerere und längere Güterzüge durch die Ortschaften fahren, ganz andere Maßstäbe angelegt werden. Und ich finde, es ist die Verantwortung dieser Bundesregierung, für den Schutz der Anwohnerinnen und Anwohner zu sorgen, mit vernünftigen Lärmschutzmaßnahmen, mit alternativen Trassenführungen, auch wenn es mehr Geld kostet. Das ist das Recht der Bürgerinnen und Bürger, auch dort, wo es keine starken, auch finanzstarken und durchsetzungsstarken Bürgerinitiativen gibt, weil es zum Beispiel viele kleine Ortschaften sind, die sich schwer vernetzen können. In diesem Sinne
haben wir bereits in den letzten Jahren mehrfach beantragt, dass der Lärmschutz verbessert wird, an der Schiene, an der Straße, überall, und dass es eine Selbstverständlichkeit sein muss, dass die gesundheitliche Unversehrtheit der Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt steht und nicht die Kostenersparnis für den einen oder anderen Verkehrsweg. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Leidig. Wir haben ein kleines bisschen ein Problem, deswegen war es ja so unruhig mit der Uhr. Wenn die bei Ihnen nicht rückwärts zählt, heißt es nicht, dass Sie unbegrenzt reden dürfen. Ich würde Sie bitten, trotzdem darauf zu achten. Wir arbeiten jetzt mit den traditionellen Weckern. Wir arbeiten traditionell, hoffen, dass es klappt. Also, liebe Annette Savade, Sie haben 4 Minuten. Schauen wir mal, wie Sie das hinkriegen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen und meine lieben Kolleginnen aus dem südbadischen Raum der SPD-Fraktion. Elvira Dobrinski-Weiß, Johannes Fechner, unsere Staatssekretärin Rita Schwarzelö-Sutter. Ich danke ganz herzlich, dass Sie alle und ihr alle mitgemacht haben, dass wir dieses Projekt nach vorne gebracht haben. Und danken möchte ich natürlich an dieser Stelle auch noch unserer Sprecherin der AG Verkehr, Kirsten Lühmann, die sich heftigst dafür eingesetzt hat, dass wir jetzt zu diesem Ergebnis gekommen sind. Die Frau Hagedorn wird erwähnt, die wird selber nachher auch noch reden. Keine Sorge. Liebes Publikum auf der Tribüne, liebe IG Bohr und liebe anderen Mitstreiter für dieses große Projekt. Kleine Frage an Sie alle. Kennen Sie das Märchen vom Froschkönig und dem eisernen Heinrich? Dem eisernen Heinrich sind nämlich vor Freude über die Rückwandlung seines Chefs in einen Menschen die eisernen Bänder um sein Herz mit lautem Knall gesprungen. Und ich glaube, uns allen ging es ein wenig auch so, als endlich diese beiden Anträge vor uns lagen und wir heute darüber beschließen können. Aber zurück zur Realität, denn zum Glück befinden wir uns nicht im Märchenland, sondern in der Realität der Umsetzung eines wichtigen Verkehrsprojektes. Im letzten Jahr stand ich mit meinem Kollegen Johannes Fechner in Herbolzheim. Für die geografischen Baden-Württemberg nicht so ganz fitten. Es ist ein schönes Städtchen an der Rheintalbahnstrecke im südlichen badischen Teil von Baden-Württemberg. Aber ich stand nicht nur einfach da, sondern ich stand ganz hoch oben auf einer Feuerwehrleiter. Diesen technischen Aufwand hat der Bürgermeister und die Anwohner extra für mich inszeniert. Und zwar deshalb, weil sie mir zeigen wollten, wie hoch die Lärmschutzwände sein müssen, wenn ein absoluter Lärmschutz kommen muss, wenn die Gleise 3 und 4 der Rheintalbahn für den Güterverkehr weitergebaut werden. Aber deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich heute hier stehe, vor Ihnen allen, nicht auf einer Feuerwehrleiter, sondern hier und für dieses wichtige Projekt reden darf. Wir halten ein Ergebnis in den Händen, an dem sehr viele beteiligt waren. Und bei diesen vielen möchte ich mich auch ausdrücklich bedanken. Denn ohne Sie, ohne die Bürgerinitiativen, ohne die zahlreichen Gespräche, und da schließe ich auch meine Kollegen in den einzelnen Fraktionen mit ein, Kompromisse, Verhandlungen und Schulterschlüsse wären der Beschluss des Projektbeirates und infolge dieser Anträge nicht zustande gekommen. Ich habe meine ganzen Kollegen, die in den Verhandlungen, Herr Strobel, ich denke, dass meine Kollegin, das gilt alles auf meine Redezeit, gell? Dass das klar ist. Okay. Es geht beim Ausbau der Rheintalbahn natürlich um viel Geld. Aber es geht noch um etwas ganz Entscheidendes. Es geht darum, dass wir jetzt und in Zukunft eine neue Nachhaltigkeit in der Verkehrspolitik wollen. Ich spreche als Verkehrspolitikerin zu Ihnen und ich habe sehr konkrete Vorstellungen von nachhaltiger Politik im Verkehrsbereich. Und ich meine damit im Prozess mehr Bürgerbeteiligung in betroffenen Regionen und im Ergebnis dadurch mehr Schutz für Menschen und Umwelt. Und ein Kernanliegen der Politik von uns und im Koalitionsvertrag war es auch so beschlossen, ja, wir wollen mehr Güter und Verkehr auf die Schiene bekommen. Aber wer würde sich Lärmschutz einem Lärmschutz, der diesen Namen auch verdient, entgegenstellen? Und genau an diesem Punkt, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen wir das Paradoxon auflösen. Mehr Züge machen mehr Lärm, also brauchen wir auch mehr Lärmschutz. Und wir wollen nicht, dass wichtige Verkehrsprojekte ohne Rückhalt und Akzeptanz aus der Bevölkerung umgesetzt werden. Beim Ausbau der Rheintalbahn, um den es im ersten Antrag geht, sollen die Anwohnerinnen und Anwohner Lärmschutz über das gesetzliche Maß hinaus erhalten. Das heißt im Klartext nicht nur Lärmschutz, wie gesetzlich vorgeschrieben, sondern darüber hinaus. Und wir stellen in diesem Fall die haushaltsrechtlichen Vorgaben zur Wirtschaftlichkeit, wie es auf Amtsdeutsch so schön heißt, zurück.
Das grün-rote Kabinett und der Landtag von Baden-Württemberg haben bereits am 1. Dezember den Landesbeitrag für die erhöhten Lärmschutzkosten in Höhe von ca. 280 Millionen Euro beschlossen. Nun stehen wir als Bund in der Pflicht. Und es ist festzuhalten, die Rheintal-Bahnstrecke gehört zu den europäischen TEN-Netzen. Deutschland ist wirtschaftlich stark. Der Wirtschaftsminister hat heute Morgen das noch mal betont in seiner Rede. Und es ist ein Transitland. 6 Korridore von insgesamt 9 TEN-Strecken durchlaufen Deutschland. Und es muss doch in unser aller Interesse sein, diese Strecken einerseits auszubauen, andererseits aber die unmittelbar Betroffenen nicht mit dem verstärkten Verkehrslärm allein zu lassen. Denken Sie an die Redezeit? Ja, ich bin gleich fertig. Wir dürfen gerade in der Verkehrspolitik das große Ganze nicht aus den Augen verlieren. Es geht hier nicht um einzelne autarke Baustellen und Projekte. Nein, wir brauchen ein funktionierendes Netz und dafür brauchen wir ein Gesamtkonzept und vorausschauendes Denken. Zum Schluss möchte ich die Worte der Interessengemeinschaft IG Bohr aus dem Jahr 2008 aufgreifen. Ich zitiere: An alle, die sich angesprochen fühlen, geht für diese Zusammenarbeit ein herzliches Dankeschön. Dank für Ihre Geduld und den Zeitaufwand. Dank für Ihre Offenheit und Ihr Vertrauen. Und als Fortsetzung wünschen wir uns, mögen Sie uns bis zu einem erfolgreichen Abschluss in Berlin begleiten. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, es sind Jahre vergangen, aber wir haben es geschafft. Nun schließen wir erfolgreich ab und unterstützen eine rasche Umsetzung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Die Rede von Annette Sawade war das für die SPD-Fraktion. Nächster Redner ist jetzt Matthias Gastel für Bündnis 90 Die Grünen, wo er Sprecher für Bahnpolitik ist. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr gerne wäre ich schon einige Monate früher hier gestanden und hätte über den Ausbau der Rheintalbahn und einen besseren Lärmschutz gesprochen. Sehr gerne hätte ich zusammen mit Kolleginnen und Kollegen von CDU, CSU, von SPD und von den Linken einen gemeinsamen Antrag zu diesem Thema hier vorgestellt. Leider aber sieht die Wirklichkeit anders aus. Unsere Bemühungen um einen gemeinsamen Antrag wurden von der CDU abgeblockt. Stattdessen haben sich Union und SPD viel zu lange um einen Koalitionsantrag gestritten. Baden-Württemberg kann hier als Vorbild dienen. Der Landtag hat schnell seine Beschlüsse gefasst, und das auf Grundlage eines fraktionsübergreifenden Antrages. Regieren ist eben eine Stilfrage. Der Landtag von Baden-Württemberg hat dies im Geiste des Projektbeirates getan. Auch dort wurde an einem Strang gezogen. Auch dort wurde gemeinsam nach Lösungen gesucht und es wurden gemeinsame Empfehlungen ausgesprochen. Für diese hervorragende, konstruktive Arbeit des Projektrates und des Projektbeirates und das große Engagement von Bürgerinnen und Bürgern sagen wir herzliches Dankeschön und wir drücken Ihnen allen unseren Respekt für diese geleistete konstruktive Arbeit aus. Nun liegen im Bundestag 2 Anträge zur Rheintalbahn vor, einer von uns Grünen und einer von den Regierungsfraktionen. Beide Anträge sind nahezu inhaltsgleich. Wir werden beiden Anträgen zustimmen. Denn es geht um die Sache und nicht um parteipolitische Spielchen. Auf 2 Unterschiede muss ich aber hinweisen. Im Antrag von uns Grünen wird gefordert, dass Öffentlichkeit und Kommunen auch im weiteren Planungsverlauf eng eingebunden werden müssen. Der Geist des Miteinanders, der Offenheit und der Transparenz muss die weiteren Prozesse begleiten. Im Antrag von Union und SPD wird festgeschrieben, dass die Bestandsstrecke zwischen Offenburg und Riegel auf Tempo 250 ausgebaut werden soll. Wir halten dies für voreilig, denn Hochgeschwindigkeit ist kein Wert an sich. Wir brauchen in Deutschland verlässliche Reiseketten. Dafür steht der Deutschlandtakt. Die Infrastruktur ist daran anzupassen. Dafür braucht es langfristige Fahrplanberechnungen. Erst dann wissen wir, welche Strecken auf welche Geschwindigkeit ausgebaut werden müssen.
Meine Damen und Herren, die Rheintalbahn ist von herausragender Bedeutung für den Personen- und den Güterverkehr. Sie ist heute schon ein Engpass. Und wir als Grüne wollen aus Umweltgründen höhere Verkehrsanteile für die Schiene. Dazu brauchen wir den Ausbau. Daher gilt es nun, keine weitere Zeit zu verlieren. Und wir wollen kein weiteres Geld für unsinnige Planungen verlieren. 55 Millionen Euro an Planungskosten wurden bereits vergeudet. An den Mehrkosten für den zusätzlichen Lärmschutz beteiligt sich Baden-Württemberg freiwillig. Das darf nicht zum Standard werden, denn Länderhaushalte sind nicht dafür gemacht, Bundesaufgaben zu übernehmen. Wie viel Lärmschutz für die Menschen umgesetzt wird, darf nicht von der Finanzkraft einzelner Bundesländer abhängen. Hier muss der Bund seiner Verantwortung für alle Menschen in allen besonders betroffenen Regionen gerecht werden. Nicht alle Wünsche aus den Regionen entlang der Rheintalstrecke konnten oder können erfüllt werden. Aber die Menschen in allen betroffenen Regionen werden von verbesserten Planungen profitieren. Wir Grünen wollen mehr Verkehr auf der Schiene. Dazu braucht es Akzeptanz, und für Akzeptanz braucht es mehr Anstrengungen in Sachen Lärmschutz. Denn Lärmschutz ist auch Gesundheitsschutz, und zwar nicht nur entlang der Rheintalbahn, sondern auch andernorts. Daher unterstützen wir Grünen auch den zweiten heute zur Abstimmung vorgelegten Antrag der Koalition. Damit soll der Lärmschutz an europäischen Güterverkehrskorridoren verbessert werden. Mehr Geld für den Lärmschutz darf aber nicht dazu führen, dass weniger Geld für den Ausbau der Schienenwege übrig bleibt. Dafür haben wir einen Änderungsantrag gestellt. Ich komme zum Fazit. Es hat lange gedauert, und ich bedauere, dass kein gemeinsamer Antrag aller Fraktionen im Bundestag zustande gekommen ist. In der Sache sind wir uns aber weitgehend einig. Die Weichen werden in Richtung mehr Verkehr auf der Schiene gestellt. Und in Lärmschutzbelangen kommen wir den Menschen im Rheintal, aber auch im Rest der Republik deutlich entgegen. Das ist praktizierter Gesundheitsschutz. Mehr Bahn, weniger Lärm. Das setzen wir heute aufs Gleis. Soweit die Rede von Matthias Gastel, Bündnis 90 Die Grünen. Weiter geht es jetzt mit Steffen Bilger für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Tat, endlich ist es soweit. Mich selbst beschäftigt das Thema Rheintalbahn seit meiner Wahl in den Bundestag 2009. Was war seitdem? Wir haben zweimal in der vergangenen Legislaturperiode bereits Beschlüsse zur Rheintalbahn hier im Bundestag gefasst. Ich blicke zurück auf zahlreiche Besuche vor Ort mit meinen Bundestagskollegen Armin Schuster und Peter Weiß, die sich wirklich unermüdlich für die Anliegen der Bürger ihrer Wahlkreise eingesetzt haben. Ich blicke zurück auf viele Gespräche mit den Bürgerinitiativen, mit den Kommunalpolitikern. Und wie gerade schon gesagt wurde, wir konnten nicht alle Wünsche erfüllen, aber ich glaube, wir konnten doch insgesamt ein gutes Ergebnis erzielen. Auch von mir Ihnen herzlich willkommen, und ich freue mich auf den Empfang der Bürgerinitiative nachher. Die Uhr funktioniert wieder. Sie zeigt seit einer Minute an, dass ich noch 6 Minuten Redezeit habe. Das kann ich nur begrüßen. Meine Damen und Herren, in der Welt war Ende Dezember von der Rheintalbahn zu lesen. Die Rheintalbahn wurde erstaunlicherweise erwähnt in einem Artikel unter der Überschrift: Das waren die dümmsten und teuersten Gesetze 2015. Weiter war dort zu lesen von skurrilen Vorschriften, und ich war dann doch sehr überrascht, ausgerechnet unter solchen Schlagzeilen von der Rheintalbahn zu lesen. Der einzig korrekte Satz in dem Artikel zur Rheintalbahn lautete: Es war die CDU, die die Rheintalbahn unbedingt wollte. Das stimmt nun wirklich, aber keine Sorge, ich will gerne zugeben, dass sich auch die anderen Fraktionen eingesetzt haben. Ansonsten waren im Artikel die üblichen Missverständnisse zu lesen. Die Gespräche im Projektbeirat wurden zu Absprachen im Hinterzimmer, Kostenexplosionen wurden heraufbeschworen, und weitere Fehlinterpretationen der vergangenen Wochen will ich ergänzen. Mangelnde Transparenz im parlamentarischen Verfahren, obwohl wir bereits seit 2009 im Bundestag und besonders im Verkehrs- und Haushaltsausschuss immer wieder über die Rheintalbahn und die Initiativen aus dem Projektbeirat diskutiert haben. Oder auch, es handele sich um ein teures Geschenk für den Wahlkreis Schäuble und so weiter.
Das alles, meine Damen und Herren, ist falsch und zeigt aber auch, dass wir immer wieder erklären müssen, weshalb unsere heutigen Beschlüsse berechtigt, sinnvoll und notwendig sind. Doch zurück ins Jahr 2009, als der Projektbeirat eingerichtet wurde. Warum wurde damals ein anderer Weg gewählt? Wir mussten erkennen, dass der bisherige Weg der Bürgerbeteiligung bei solchen Großprojekten nicht mehr passend war. Es sollte in Baden-Württemberg eben nicht noch einmal so schwierig werden wie bei Stuttgart 21. Aus Fehlern bei diesem Projekt wurden also Lehren gezogen, die sich nun bei der Rheintalbahn ausgezahlt haben. Denn es gibt eben viele Bürger, die sich mit Sachverstand einbringen, berechtigt auf Probleme hinweisen und gemeinsam mit ihren kommunalen Vertretern den Dialog suchen. Nicht zuletzt müssen wir die durch Mehrverkehr zunehmenden Belastungen so gut wie möglich in Grenzen halten. Und deswegen, meine Damen und Herren, war es auch konsequent, dass wir in der vergangenen Wahlperiode bereits den Schienenbonus, also das Privileg, dass der Schiene mehr Lärm zugesteht, abgeschafft haben. Ich glaube, ein Erfolg, auf den man auch immer mal wieder hinweisen kann im Sinne der betroffenen Bürger. Die Einzigartigkeit der Rheintalbahn ergibt sich aus vielen Gründen. Sie ist national wie international notwendig, fungiert schließlich als Zubringer für den Gotthard-Basistunnel. Wir sind verpflichtet gegenüber der Schweiz und auf die Belastung wurde auch schon hingewiesen. Ich will es auch noch mal nennen. 2025 erwarten wir 335 Güterzüge pro Tag, rechnerisch 14 Züge pro Stunde, also wirklich gewaltige Dimensionen. Bereits unter der CDU-geführten Landesregierung hat sich Baden-Württemberg entschlossen, mögliche Mehrkosten bei dem zusätzlichen Lärmschutz anteilig zu übernehmen. Und auch deshalb ist es richtig und wichtig, dass wir nun beschließen, unseren Teil der Mehrkosten für die Beschlüsse des Projektbeirats zu übernehmen. Der Offenburger Tunnel wird uns finanziell dabei einiges abverlangen. Aber es gibt keine andere realistische und rechtssichere Variante. Daher stehen wir auch zu diesem Großprojekt. Es geht um viel Geld, das wissen wir alle. Ich möchte aber doch die Kollegen aus den anderen Bundesländern beruhigen. Der Ausbau der Rheintalbahn ist für den Steuerzahler angesichts des enormen Güterverkehrs, der dort jetzt und in Zukunft verkehrt, ein gutes Geschäft. Und wie bereits erwähnt, mindert die Beteiligung des Landes an den Mehrkosten für zusätzlichen Lärmschutz die Belastung für den Bundeshaushalt. Wenn Sie heute zustimmen, tun Sie also genau das Richtige. Bedanken möchte ich mich für die Geduld der Anwohner und der Bürgerinitiativen. Zugegeben, auch in den vergangenen Monaten vom Projektbeiratsbeschluss im Juni 2015 bis jetzt im Januar 2016 hat es ja doch etwas gedauert, bis wir nun alle Klarheit darüber haben, dass der Kompromiss tatsächlich umgesetzt wird. Ich will auch sagen, dass es übrigens durchaus wohltuend war, im Dezember auch die ein oder andere E-Mail bekommen zu haben, in der BI-Vertreter geschrieben haben, dass sie wegen der zeitlichen Verzögerung zwar in Sorge sind, aber doch um unser Bemühen wissen. Andere haben kräftig auf die Pauke gehauen, was in einer schwierigen Situation wie in den vergangenen Wochen auch nicht nur hilfreich und erfreulich war. Und genauso wenig erfreulich waren die Stürmmanöver der Grünen und die Pressearbeit zur Frage eines gemeinsamen Antrags. Lieber Herr Gastel, 3 Mails in 6 Tagen und in der letzten bereits die Androhung öffentlicher Anprangerung, wenn es nicht zu einem gemeinsamen Antrag kommt, waren keine gute Grundlage für Ihr Anliegen. Und das alles in einer Zeit im vergangenen Jahr, als wir noch viel Grundsätzliches zu klären hatten. Wie auch immer, heute freuen wir uns alle über den gemeinsamen Erfolg. Vielen Dank noch einmal an alle Beteiligten, die sich an den verschiedensten Stellen für die Rheintalbahn eingesetzt haben. Die Rede von Steffen Bilger war das für die CDU-CSU-Fraktion, meine Damen und Herren. Und das war auch unsere Übertragung dieser Debatte zum Ausbau der Rheintalbahn, unsere Übertragung aus dem Deutschen Bundestag. Morgen früh zur gewohnten Stunde um 8.45 Uhr sind wir wieder für Sie da. Geben wir heute nach Bonn zum Kollegen Michael Krohns.